Das magische Instrument. Ein musikalisches Märchen für Kinder und Erwachsene. Eines Nachts hat Selma einen sonderbaren Traum. Sie hört eine Melodie erklingen, die sie ganz und gar verzaubert und die Sprachen der Pflanzen, Tiere und Menschen verstehen lässt. Doch das Zauberinstrument erscheint ihr nur als rätselhafter Schatten. Ein Geschichtenerzähler entführt die Zuhörer auf eine Reise rund um die Welt, auf der sie mit Selma und Timo Musik und Instrumente vieler Kulturen kennenlernen. Dabei unterstützt sie das Kinderpublikum mit einem Reisezauber und weiteren Mitmachaktionen. Auf der ersten Station ihrer Reise lernen sie einen Wandermusiker aus dem Balkan kennen, der ihnen sein Instrument vorstellt. Das strömte, begeisterte die Kinder. Das Instrument konnte so viele Geräusche machen. Lachen, kichern, weinen, schnaufen, brummen. Ha! So führt sie ihre Abenteuerreise mit Dampflok und Delfin von den Ländern des Balkans weiter in die Türkei. Und dann mit einem Piratenschiff, auf dem ein erfahrener Seebär sein Akkordeon spielt. Manche Akkordeons haben Tasten, wie bei einem Klavier. Mein Akkordeon hat aber nur Knöpfe, weil ich damit noch schneller spielen kann. In Irland begegnen sie einem weisen Druiden mit seiner Flöte, der ihnen ein Geheimnis anvertraut. Ausgestattet mit einem wahrlich zauberhaften Geschenk, wagen sie sich über den großen Ozean bis nach New Orleans, wo sie Bekanntschaft mit den Instrumenten einer Jazzkapelle machen. Auf jeder Station ihrer Reise lernen Selma und Timo nicht nur Musik und Instrumente der Region kennen, sondern erlangen auch jedes Mal weitere magische Erfahrungen und Kenntnisse, die sie mit den Zuschauern teilen. Sie erlernen mit jeder Station einen weiteren Teil des Reisezaubers, der sie schließlich ans Ziel ihrer Träume bringt. Begeistert von ihren neuen Entdeckungen ziehen sie mit einem Zirkus weiter. Der Zirkuselefant bringt sie nach Brasilien, wo sie im Karneval auf unerwartete Weise ihr Zauberinstrument finden. Nach einer turbulenten Heimfahrt berichten sie allen von den wundersamen Erlebnissen auf ihrer Reise und beschließen, zusammen ein Orchester zu gründen, in dem auch ihre Freunde an der Magie der Musik teilhaben können. Im großen Finale mit der Band zelebriert das Publikum noch einmal alle Erfahrungen der Reise und lässt sich vom magischen Instrument in seinen Bann ziehen.